Stauraum für Kleidung und Wohnutensilien ist ja beim Campen immer ein Thema. Manchmal habe ich das Gefühl, man braucht sowas oder man braucht auch sowas. Meistens ist man halt etwas eingeschränkter. In diesem Video seht ihr, wie ich mit einem Hängeschrank etwas Stauraum schaffen werde. Hier oben soll der Hängeschrank hinkommen. Ich habe mir jetzt aus Pappe Schablonen gebaut, mit denen ich die einzelnen Zwischenwände und die Befestigung an die Trägerkonstruktion dann auf das Holz übertragen werde. Die Zwischenwände, die gleichzeitig als Befestigung dienen, fertige ich aus 18 mm Kiefer-Leimholzplatten, sodass ich hier eine vernünftige Dicke habe, wo ich dann reinschrauben kann. Als erstes übertrage ich jetzt die Außenkonturen der Schablone auf das Holz. Das Ganze muss jetzt natürlich noch nachgearbeitet und angepasst werden. Ich habe die Bretter jetzt mit Taschenbohrung fixiert. Da das Brett hier allerdings nur knapp einen Zentimeter dick ist, habe ich hier nicht genug Fleisch, dass das wirklich stabil ist. Deswegen werde ich von der anderen Seite nochmal mit 4x40er Spackschrauben das Ganze fixieren. Bohre ich jetzt zunächst mit 3,5 mm vor, senkt ihr das dann kurz an und dann setze ich die Schraube da rein.
Hier seht ihr die Größeneinteilung der einzelnen Fächer. Ich habe mich für zwei 80er und ein 60er Fach entschieden, weil ich hierfür von IKEA passende Türen bekomme. Auch die Hängeschränke habe ich mit Filz verkleidet. Dieses ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Bei den Türen habe ich mich für fertige Türen von IKEA in den Maßen 80x30 und 60x30 entschieden. Die Türen sind 1,6 cm dick. Passend dazu werde ich Pushlock-Schlösser verwenden. Diese sind bis zu einer Materialstärke von 2,1 cm geeignet. Um nicht zu verpassen, wie ich die Türen und die Schlösser montiere, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu drücken.